Hallo hier aus Brüssel. Ich bin heute mal rausgegangen aus dem Europäischen Parlament, um einen Film aufzunehmen an einer der meistbefahrensten Straßen innerhalb einer Stadt in Europa. Das ist hier hinter mir die Rue Billard. Warum stehe ich hier? Weil ich ein paar Informationen geben will zu einem Thema, was wir in dieser Woche im Europäischen Parlament verabschieden, was nichts mit Corona zu tun hat. Es geht um das sogenannte Mobility Package. Es geht also darum, dass wir im Verkehrsbereich Europas Straßen nicht nur sicherer machen wollen, sondern auch speziell in dem Fall für Lkw-Fahrer bessere Bedingungen schaffen wollen. Ihr kennt das vielleicht auch, wenn ihr am Wochenende unterwegs seid auf der Autobahn und schaut mal auf die Rastplätze, haltet dort vielleicht auch mal kurz an. Die sind in der Regel voll mit Lkw-Fahrern. Lkw-Fahrer, die oft nicht aus Deutschland kommen, die aber irgendwo ihr Wochenende verbringen müssen. Und die Regeln für diese Menschen europaweit sind in der Vergangenheit nicht unbedingt freundlich gewesen, um es vorsichtig zu sagen. Was wir jetzt geändert haben, ist beispielsweise, dass Lkw-Fahrer minimum alle 4 Wochen die Chance haben müssen, zurück zu ihren Familien nach Hause zu kommen. Also speziell die Lkw-Fahrer, die oft tausende Kilometer von zu Hause unterwegs sind. Ein zweiter Punkt, den wir geändert haben, ist, dass der Lkw selber auch alle 8 Wochen zurück dorthin muss, wo er angemeldet ist. Was wollen wir damit vermeiden? Wir wollen damit vermeiden, dass es irgendwo, speziell in Osteuropa, Briefkastenfirmen gibt, dass dort die LKWs angemeldet sind, die dann aber ausschließlich beispielsweise in Deutschland oder Frankreich rumherfahren. Das können sie auch in der Zukunft, können dort auch Arbeit verrichten, Aufträge annehmen, aber sie müssen regelmäßig dann auch zukünftig wieder an den Ort zurückkommen, wo sie angemeldet sind. Man will damit also Scheinfirmen, Briefkastenfirmen vermeiden und man will damit auch einen faireren Wettbewerb in ganz Europa herbeiführen. Ein weiterer Punkt sind die Sozialleistungen für Lkw-Fahrer. So ist es zukünftig so, dass ab dem ersten Tag, wo ein Lkw-Fahrer im Ausland unterwegs ist, also beispielsweise ein polnischer Lkw-Fahrer, der in Deutschland unterwegs ist, dass dort auch im Großen und Ganzen die Regeln im Sozialbereich gelten, die in dem Land gelten, wo man arbeitet. Also dass halt derjenige, der in Deutschland unterwegs ist, dann auch die deutschen Sozialleistungen hat. Das ist auch eine Sache der Fairness, weil über den Weg oft die Lkw-Fahrer auch zu geringeren Löhnen beschäftigt werden konnten und damit auch eine unfaire Konkurrenz, ein unfairer Wettbewerb darstellten zu beispielsweise deutschen Lkw-Fahrern, zu deutschen Speditionen. Ein weiterer Punkt, den ich auch wichtig finde, es geht um leichte Lkws, kleinen Transporter. Dort sind zukünftig smarte Tachografen vorgesehen. Es war nämlich so, dass oft die Fracht von großen Lkws auf kleine Lkws, auf leichte Transporter verladen wurde, für die dann viele Regeln gar nicht galten. Und auch da ist es wichtig, dass die Fahrer dieser Transporter regelmäßig Pausenzeiten haben, regelmäßig Ruhezeiten haben. Am Ende hilft uns das allen, sowohl bei den Lkw-Fahrern als auch bei den Transporterfahrern, wenn die regelmäßig Ruhezeiten haben, auch um sicherere Straßen zu bekommen, um die Übermüdung von Lkw-Fahrern auch zu vermeiden. Das sind einige Punkte aus dem riesengroßen Mobility Package. Mehr dazu gibt es auch auf meiner Homepage. Bis zum nächsten Mal hier aus dem Europäischen Parlament, euer Sven Schulze.